Die internistische Station hat vergangene Nacht die 18-jährige Janine aufgenommen. Was ist passiert? Guten Tag. Oder hallo. Was soll passiert? Sie sind die Eltern? Ja, genau. Ah, hallo. Sie sind meine Eltern. Okay. Können Sie mir sagen, was meine Tochter hat und vor allem, wie sie hierher gekommen ist? Hinterhergebracht worden, alleine hergekommen? Papa, hör doch mal auf. Müssen Sie selber fragen. Du weißt schon, warum ich das hinterfrage. Fängt schon wieder an. Es reicht, ich hab's gerade im Auto gehört. Ihr wisst, warum bitte ich alles hinterfrage. Ich hab da keinen Fall. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass Ihre Tochter gestern Abend gekommen ist und dass es ihr auch nicht so gut geht. Deswegen würde ich Sie auch bitten, vielleiclich ein bisschen nicht gut runterzufahren. Geht. Mir geht's langsam nicht gut. Mir geht's auch nicht gut. Ja, mir auch gleich, wenn du weitermachst. Ja, du weißt aber schon. Hör auf, Mensch. Guten Tag. Das ist schon wichtig, dass Hallo. Jetzt eher Unterstützung kriegt. Na, nicht nach einem. Sie sind die Eltern? Ja. Und Sie sind die Ärztin, Sie können mir sagen, was hier genau. Für ein Theater wieder los ist. Wollt Sie können mich so mir auch sagen, wie Sie wer Sie ganz jetzt mal runterfahren. Ich wollte mich kurz vorstellen, mein Name ist Moschkowitz, ich bin hier die Ärztin. Frau Peter, wie geht's Ihnen? Nicht so gut. Ich habe von Ihrer Tochter ausdrücklich die Anweisung bekommen, mit Ihnen über gewisse Dinge nicht zu sprechen. Wie bitte? Sie ist 18 und das muss ich respektieren. Wäre du bist 18? Wer hat den Kopf mal 18? Wäre es für Sie okay, wenn ich Ihren Eltern kurz sage, was wir vorhaben, was so passiert ist? Ja, das ist okay, aber nicht, wer mich hier hingebracht hat. Nein. Also, Ihre Tochter hat starke Bauchschmerzen gehabt. In der letzten Nacht ist dann von den Kollegen der Notaufnahme Ultraschall gemacht worden. Man hat nichts gefunden. Aber man hat klinisch den Verdacht auf einen Magenulkus, also ein Magengeschwür geäußert. Und jetzt machen wir Leute, als nächstes eine Magenspiegelung. Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Ich kriege langsam Magengeschwür. Seit Jahren versucht sie uns was vorzuspielen. Sie hat letztes Jahr beinahe die Schule geschmissen. Geht's noch? Ja. Sie liegt ja und ihr geht's nicht gut. Hörst du mal auf? Letztes Jahr lag sie auch angeblich mal flach. Du kannst doch nicht jedes Mal denken, dass ich lüge. Ich weiß, dass ich Kacke gemacht habe. Aber schau doch, es war genau so wie jetzt, war es doch vor einem Jahr auch. Die Schule beinahe hingeschmissen, sich andauernd kalt schreiben lassen. Nein, ich möchte das jetzt sagen. Ich glaube, da war sie doch bestimmt nicht im Krankenhaus mit solchen Magenbeschwerden. Sie hat sich andauernd schulunfähig schreiben lassen, um dann auf der Straße mit ihrer angeblich besten Freundin Melanie einen Joint nach dem anderen. Das tut doch hier jetzt nicht zur Sache, oder? Ja, sie liegt ja weiterhin gut. Sachen geht. Auffüllen. Denken Sie mal zurück, ne? In dem Alter haben wir ja alle so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also bevor Sie ein Magengeschwür suchen, suchen Sie mal Drogen im Körper. Ich glaube, dann wissen Sie, wo Sie sind. Also erstens weiß ich ziemlich gut, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass so ein Magengeschwür auch tatsächlich durch psychischen Stress verursacht werden kann. Ja, und den habe ich auf jeden Fall. Erstens von meinem Abitur, Prüfungen und dann meckerst du mich jeden Tag nur an. Ich meckere dich ernst genug. Doch. Ich bin nur. Du vertraust mir einfach überhaupt nicht. Ich bin es leid, von dir verarscht. Weißt du was? Weißt du, was du jetzt machst? Du kannst rausgehen. Geh raus, bitte. Dann gehst du mal runter. Da haben wir zwei echte Themen. Ja. Warten Sie mal kurz, ich bringe Sie gleich mal in den Wartebereich. Wie gesagt, ich sag gleich noch mal Bescheid, wann es zur Magenspiegelung geht, okay? Eigentlich sollte es sich bei Frau Peter um einen Routineeingriff handeln und ich erwartete eigentlich keine Komplikationen. Dann entwickelte sie allerdings im Einleitungsraum Symptome, die tatsächlich gar nichts mit dem Magen zu tun hatten und die mich sehr, sehr stutzig machten. Als die angehende Abiturientin für die Magenspiegelung vorbereitet wird, sind diese Symptome allerdings auf den ersten Blick noch nicht ersichtlich. Die Krankenschwester aus dem chirurgischen Team bemerkt aber dennoch, dass mit Janine etwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Ich habe irgendwie das Gefühl, Sie sind so ein bisschen bedrückt oder stimmt irgendetwas nicht? Mein Vater regt mich so auf. Der meckert ständig nur rum und der glaubt mir nicht mehr ein Wort. Mir geht's wirklich schlecht. Ich bin schon wirklich fast froh darüber, dass ich jetzt wirklich mal was Schlimmes habe, damit er endlich mal merkt, dass ich nicht ständig lüge. Weil ich weiß, ich habe mal Kacke gebaut mit einer Freundin. Okay. Das war auch nicht gut, aber ich habe es eingesehen und ich habe mich geändert. Und er glaubt mir das einfach nicht und er versteht das einfach nicht. Und das macht mich einfach richtig wütend. Okay, Frau Peter, das kann ich verstehen. Ich kenne Ihren Vater jetzt nicht, ne? Aber ich weiß nicht, kennen Sie die Geschichte mit dem Wolf? Welche? Es gab da mal so einen Jungen. Und der Junge, der ist ins Dorf gerannt und hat immer geschrien, Wolf, Wolf, da kommt ein Wolf. Und die Leute haben sich am Anfang immer total erschrocken. Und er hat es wirklich ganz, ganz oft gemacht. Und irgendwann, da war dann der Tag, wo wirklich ein Wolf kam ins Dorf. Und da hat man ihm einfach nicht mehr geglaubt. Da war natürlich sehr große Gefahr da, ne? Was ist denn, Frau Peter? Ich kann Sie gerade ganz schlecht verstehen.
Okay. Ich habe gerade so ein Fiepsen auf dem Ohr. Das hatte ich schon öfters gehabt. Ich habe auch allgemein in letzter Zeit so Konzentrationsschwächen und Appetitlosigkeit. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das irgendwas Schlimmes? Das hört nicht auf zu fiepsen. Also wenn Sie jetzt sagen, dass es richtig fiepst und dass es auch richtig schmerzt, dann deutet mir das eher wie auf so einen Hörsturz hin und mit den Schwindelattacken. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das habe. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich jetzt gleich meine Kollegin anrufe, ne, und das abkläre. Nach Rücksprache mit Janines behandelnder Ärztin Anna Moschkowitz findet der Eingriff kurz darauf planmäßig statt. Wie vermutet, wird bei der 18-Jährigen bei der Spiegelung ein Magengeschwür entdeckt und sofort entfernt. Das wiederum dürfte der Grund sein, warum Papa Klaus am Morgen darauf ungewohnt milde gestimmt ist. Allerdings nur für kurze Zeit. Hallo. Ah, grüß Sie. Hallo. Ich habe mich dabei jemals zu entschuldigen. Hallo. Tut mir echt leid. Wie geht's dir? Schon besser. Ich war vorhin schon spazieren im Klinikgarten. Hm. Ja. Schon gut überstanden, ja. Ja. Sehr schön. Warum hast du so rote Augen? Ich weiß es nicht. Boah, ich bin einfach etwas kaputt. Rauch stinkt's hier. Sag du möchtest dich gerade entschuldigen und jetzt fängst du wieder an. Ja, aber es ist doch nur wirklich so. Hier stinkt es total. Haben Sie hier drin geraucht? Nein, aber ich hab's ein bisschen auch gerochen, aber vielleicht war ja auch ein Rauch in der Nähe. Ach Leute, fängt an, das ist doch nicht wahr. Du rauchst schon wieder. Nein, ich saß einfach nur auf der Bank. Ich habe eine OP hinter mir. Denkst du wirklich, dass ich jetzt anfange, mir hier einen zu rauchen? Umso schlimmer, dass du rauchst. Hab ich nicht. Aber Sie wissen es doch gar nicht. Ich meine, da ist ja ein offener Garten, da wird ja geraucht. Ne? Und Sie kennen das ja, wenn Sie... Ich saß einfach auf einer Bank. Da lang gehen oder sitzen. Ganz ehrlich? Lass es doch einfach mal gut sein, bitte. Ich finde es viel schlimmer, Sie haben eine Aufsichtspflicht, die hätten Sie mal nachkommen dürfen. Ja, es kann doch nicht sein, dass meine Tochter kurz nach der... Ja, wissen Sie, wann Ihre Tochter geboren ist? Was ist hier los? Ja? Warum werden Sie so laut? Ich kann Sie bis draußen hören. Der Herr meinte, wir hätten eine Aufsichtspflicht, aber die Person ist 18, ihre Tochter. Und daher kann sie tun und lassen, was sie möchte. Aber es kann nicht sein, dass sie schon wieder geraucht hat. Und schauen Sie sich doch mal die Augen an. Also nochmal. Ist alles kaputt, hör doch auf damit. Was? Ja. An welcher Stelle sind wir denn jetzt mit ihr? Ja, ist das in Ordnung, wenn ich spreche? Ja? Also, wir haben die Magenspiegelung gemacht, die war auch sehr erfolgreich. Wir haben das Magengeschwür entfernen können, da war alles gut. Allerdings gab es ja in der Vorbereitung einen Zwischenfall. Und zwar so eine Art Hörsturz war das ja tatsächlich. Ich hab direkt meinem Kollegen von der HNO Bescheid gegeben und habe ihn gebeten, die Frau Peter zu untersuchen. Das hat er auch schon gemacht. Und er hat auch, glaube ich, noch Untersuchungen angeordnet, die Ergebnisse kommen da noch. Und Sie bitte so lange versuchen, unterstellen Sie Ihrer Tochter nichts, wenn Sie nicht wissen, was wirklich passiert ist. Ich würde mich zusammenreißen. Okay, das ist doch schon mal gut. Bestimmt, ne, wenn sie jetzt von Ihnen auch noch mal Unterstützung kriegt. Genau. Ja? Und Sie da fördern. Ne? Genau. Stress war schon genug da. Genau, das denke ich auch. Also ich kenne natürlich die Familienverhältnisse nicht, wie es zu Hause ist und wie die Tochter so drauf ist. Aber man muss ja überlegen, die Tochter liegt ja hier im Krankenhausbett und hat Beschwerden. Ja, der geht schlecht und dann kommt der Vater und haut da noch zwei, dreimal drüber. Man hat euch bis draußen gehört. Ja, mal, bitte, ich habe ja auch eigene Töchter. Ne? Lass mich niemals so werden, oder? Ja, ich glaube, wenn das Vertrauen einmal weg ist, hat er natürlich Schwierigkeiten jetzt. Ja, aber also wird er es nie wieder gewinnen. Ne? Das ist mir klar, aber ich glaube, ihm fehlt da noch so ein bisschen die Einsicht. Ob Janines Hörsturz die Folge von seelischem Stress ist oder ob es eine medizinische Ursache gibt, soll eine bildgebende Untersuchung ans Licht bringen. Weiterhin brennt den Eltern der 18-Jährigen aber auch eine andere Frage auf den Nägeln. Wie geht's dir? Schon besser, auf jeden Fall. Sehr schön. Wo ist Papa? Der diskutiert draußen mit der Ärztin noch. Aber ich nutze jetzt mal die Zeit. Sagst du mir wenigstens, wer dich hierher gebracht hat? Mama, ich möchte jetzt wirklich nicht darüber reden, bitte. Ganz ehrlich, du kannst über alles mit mir reden. Es verletzt mich gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin doch nicht Papa. Ja, ich weiß, aber ich möchte jetzt gerade wirklich nicht. Ich finde schon, du entfernst dich sehr. Nee, eigentlich nicht. Aber... Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Zeit, ne? Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hey. Du machst Sachen, ich sag's dir. Ich habe die Ergebnisse mitgebracht vom MRT. Darf ich? Ja? Okay, dann jetzt keinen Schreck erstmal bekommen.
Ich zeige Ihnen das mal, ja? Das hier ist eine Aufnahme vom Gehirn. Hier sieht man die Augen, hier ist das Kleinhirn tatsächlich. Und was wir uns anschauen wollten, war tatsächlich das Innenohr. Was Sie hier sehen, das gehört da nicht hin. Es ist tatsächlich ein Tumor, der dort wächst. Aber... Ein Tumor? Ja, aber es ist ein gutartiger Tumor, den kann man in der Regel komplikationslos entfernen. Ja, das ist ein sogenanntes Acousticus neurinom. Sie hatten mir ja auch schon erzählt bei der Anamnese tatsächlich, dass Sie ja auch so Konzentrationsschwierigkeiten haben, ne? Genau. Immer schlechter hören. Liegt das daran? Das kann sich tatsächlich dadurch erklären. Jetzt hätte ich wohl eine Frage. Was hat das Ohr, also der Tumor am Ohr dann mit dem Magen zu tun? Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil eigentlich tatsächlich nichts. Aber in dem Fall ist es ein bisschen speziell. Ja, Ihre Tochter hat ja durch diesen Tumor dieses ständige Ohrgeräusch gehabt, hat dadurch Konzentrationsschwierigkeiten. War doch so, ne? Genau, ja, ich hatte immer genau. So Fiepsen und in der Schule lief es ja auch nicht mehr so gut. Habt ihr auch mitbekommen. Dann die Übelkeit, die Magenschmerzen, dann natürlich auch der Stress mit dem Vater. Ne? Das Ganze hat natürlich dann auch den Stress noch mal erhöht und dadurch tatsächlich das Magengeschwür auch begünstigt, muss man sagen. Ich bin gerade echt sprachlos, tut mir leid, aber ich habe so Angst gerade. Ich fühle mich gerade so schlecht. Es tut mir echt leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Schon okay, Papa. Das ist. Wird das problemlos sein, die OP? Oder? Ich gehe tatsächlich davon aus, weil der in der Regel sehr, sehr gut zu entfernen ist und weil er eben gutartig ist. Ist kein Rezidiv zu erwarten. Also wird er nicht wiederkommen, sozusagen. Ja, und mit der Magenspiegelung, das Geschwür konnte entfernt werden, aber es ist halt wichtig, dass Sie auch Ihren Stresspegel halt versuchen zu reduzieren. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann kann ich euch auch sagen, wer mich hier hingebracht hat. Ich habe die ganze Zeit nur so ein Geheimnis gemacht, weil ich Angst hatte, dass Papa wieder ausrastet. Ich habe jetzt schon seit längerer Zeit einen neuen Freund. Oh. Der heißt Tom. Du bist jetzt ganz ruhig. Ja, der heißt Tom und da habe ich ein Geheimnis rausgemacht, weil ich wirklich Angst hatte, dass Papa wieder ausrastet. So der Papa rastet nicht aus, der freut sich. Siehst du das nicht? Ja. Ja. Ich freue mich auch. Ein Verhalten der Freude. Ja, etwas zögerlich. Glaub mir eins, ich werde dir mehr vertrauen in Zukunft und die Entscheidungen, die du triffst, auch akzeptieren, auch das, was das mit deinem Freund jetzt gerade ist. Das wäre lieb von dir. Das würde mich auch sehr freuen. Das würde mir auch vieles vereinfachen. Hm. Und keine Geheimnisse mehr? Keine Geheimnisse mehr. Ja, ich habe tatsächlich ein sehr gutes Gefühl und denke, dass vor allem die Mutter auch noch ein Auge auf ihren Ehemann haben wird, dass dieser sich in Zukunft vielleicht ein bisschen am Riemen reißen wird. Das ist doch super. Na, ich habe auch noch eine gute Nachricht. Sie können dann morgen direkt entlassen werden und für den OP-Termin, da kriegen Sie noch mal ein extra Schreiben sozusagen. Na, also. Das chirurgische Team entfernte den gutartigen Tumor wenige Wochen später, woraufhin Janines Beschwerden verschwanden. Den neuen Freund ihrer Tochter haben Papa Klaus und Mama Birgit mit offenen Armen aufgenommen.